Are you looking to start or expand your international business? Then with us, you're in the right place. We support your internationalization process from start to finish, based on your specific needs. With our Go Global cockpit, you can analyze and discover markets and receive information on customs tariffs in over 150 countries. And our country experts are ready to discuss your next export project without commitment. Willkommen zum heutigen Webinar zum Thema EU-KI-Verordnung. Obwohl wir sehr, sehr schönes Wetter haben und wir wahrscheinlich gerne draußen wären, kümmern wir uns da um ein relativ wichtiges Thema. Und ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei sind. Ganz kurz zum Programm. Wir haben bereits gestartet. Ich führe Ihnen nachher kurz und mein Interviewpartner Kevin Javinski, jetzt schon ganz herzlich willkommen, führe ich ein. Und dann gehen wir durch das ganze Interview durch, dass Sie nachher in circa einer halben Stunde die Möglichkeit für Question and Answers haben. Bitte denken Sie sich jetzt schon gewisse Fragen auf oder schreiben Sie dann die in den erwähnten Chat. Ein paar kurze Informationen über SG. Wir sind eine Non-Profit-Organisation und haben über 2000 Mitglieder. Das heißt, wir sind ein Verein und ich lade Sie ganz herzlich ein, auch bei uns Mitglied zu werden. Sie profitieren von ganz vielen Services und finden entsprechende Informationen auf der Plattform, auf der Webseite. Wir haben zwei Leistungsmandate. Das eine ist die Exportförderung und das zweite ist die Standardpromotion. Ich bin für die Exportförderung verantwortlich und zuständig als Berater für Südeuropa. Dieses, wie auch das Standardpromotionsmandat, wird vom SECO unter anderem mandatiert. Das heißt, wir sind eine Service-Public-Organisation. Wir haben in den Sprachregionen weitere Büros neben Zürich. Das heißt, für die Welsche Schweiz sind wir in Renault und für die italienische Schweiz in Lugano. Ein kurzer Hinweis, Sie haben es im Einführungsfilm gesehen. Wir begleiten Sie als One-Stop-Shop, als Export-Promotion-Agency von Anfang bis zum Ende. Das heißt, wir sind für Sie da, für alle Anbelangen, die Sie in Ihrem Export-Journey haben und können Ihnen da mit unseren Services, mit unseren Experten, mit unserem Netzwerk sehr gut zur Verfügung stehen. Nutzen Sie uns, wie gesagt, wir sind eine Service-Public-Organisation. Stellen Sie Fragen, je früher, desto besser, desto optimaler können wir Sie begleiten. Zu unserem Außennetzwerk. Wir sind in rund 30 Ländern aktiv. Wir haben ein breites Partner- und Expertennetzwerk, wie erwähnt. Sie sehen die roten Punkte. Da sind wir größtenteils über die Schweizer Botschaften repräsentiert. Das sind vielfach lokal angestellte Leute, die dann im Namen von uns, im Namen von Ihnen Recherchen machen und Abklärungen machen, wie Sie in den Markt eintreten können oder ganz konkret, wie Sie Geschäftskontakte etablieren können. Ein ganz wichtiger Punkt ist unsere Export-Help-Abteilung. Das ist eine Hotline, wo Sie anrufen können, wenn Sie Fragen zu Export-Administration haben oder exportrelevanten Fragen, da die Schweiz nur schon in der EU ein Nichtmitgliedland ist, stellen da sich bereits als Exportstarter oder auch als etablierte Exporteure immer wieder Fragen, wie muss ich was machen, wer ist für was zuständig. Wir haben hier ein Team, das Sie da kompetent und sehr praktisch orientiert beraten kann. Ein wichtiger Punkt, der Hinweis auf unser Go Global Cockpit. Sie haben den Link da drauf oder finden das auch auf der Webseite. Da können Sie 24/7 können Sie abfragen zu Sachen rund um den Export. Was ist Ihr Exportpotenzial? Eine rein digitale Plattform, wo Sie erste Recherchen selbst durchführen können, bevor Sie mit uns, mit meinem Beraterkollegen in Kontakt kommen. So, nun, wie gesagt, herzlich willkommen, Kevin. Es freut mich sehr, dass du bei uns bist. Wer bist du, Kevin, und wer ist deine Firma? Vielen Dank. Es freut mich auch, heute hier zu sein und über ein spannendes Thema zu sprechen, die künstliche Intelligenz, KI, AI.
Ich bin Kevin Czerwinski, ich bin ursprünglich aus Zürich und eigentlich ausgebildet als Astrophysiker, aber schon seit über 10 Jahren interessiere ich mich, arbeite mit AI, mit Machine Learning, erst in der Forschung und dann auch in der Praxis. Und ich habe dann zusammen mit Kollegen von der ETH Zürich Modulos gegründet und seit über 2,5 Jahren arbeiten wir an dem Thema KI-Regulierung und den Implikationen, die von neuen Gesetzen und neuen Standards jetzt kommen für unsere digitale Welt. Danke vielmals, Kevin. Wir werden später noch auf deine Firma zurückkommen, was wir auch anbieten können zum heutigen Webinar, zu dieser Thematik. Wir gehen gleich mal in die allerersten Fragen rein. Wir beginnen relativ mit einer hohen Flughöhe. Was beinhaltet die EU-KI-Verordnung und wann tritt sie in Kraft, Kevin? Die EU hat es sich als Ziel gesetzt, strategisch und politisch den digitalen Markt, den digitalen Raum zu beherrschen und die Regeln zu setzen. Das kennen wir alle sehr gut aus GDPR, dem Datenschutz. Die europäischen Regeln gelten de facto weltweit. Die EU hat dann als weiteren Schritt andere Gesetze verabschiedet und das gebündelt jetzt auch mit dem sogenannten AI-Act, der KI-Verordnung, der vor über fast 3 Jahren angefangen wurde, damals ganz als obskures Brüssel-Thema, das dann aber zum Politikum und sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich brachte, als ChatGPT kam und plötzlich alle begeistert waren von KI als Technologie. Die EU hatte sich als Ziel gesetzt, auf den Slide gehen, KI zu regulieren und damit quasi ihre Werte und ihre Standards global zu exportieren. Fundamental ist der Ansatz der KI-Verordnung, dass sie produktbasiert ist. Also es ist keine Technologieregulierung, die einem sagt, wie viele Layers man in einem neuronalen Netzwerk haben darf, sondern wenn ein Produkt KI beinhaltet, und wir kommen darauf gleich zurück, was das bedeutet, ist es reguliert und der Standard, die Auflagen basieren auf dem Risiko der Anwendung. Also diese Risikoklassifizierung von Low and Minimal Risk, Limited Risk, High Risk und Prohibited, also verboten, sind angesetzt. Die meisten Anwendungen sind irgendwo zwischen Limited Risk und High Risk. Und die High-Risk-Kategorien sind absichtlich sehr breit ausgelegt. Da geht es um kritische Infrastruktur, inklusive kritische digitale Infrastruktur. Mhm. Es geht darum, alles, was mit Bildung, Ausbildung von natürlichen Personen zu tun hat. Es geht um alle Komponenten, die irgendwie die Sicherheit, die Health and Safety von natürlichen Personen belangt. Alles, was mit der Einstellung von Personen zu tun hat, mit HR-Themen, mit Assessments, alle essentiellen privaten und öffentlichen Services, und da sieht man schon, wie vage und breit das ist, alles, was mit Polizeiarbeit und öffentlicher Sicherheit zu tun hat, Migration, Asyl und Grenzschutz und dann natürlich alles, was die Ausübung von Justiz und demokratischen Prozessen zu tun hat, also auch Meinungsbildung, sind High-Risk. Diese High-Risk-Systeme, diese Produkte, werden nun reguliert, eben wie ein Produkt, und müssen letztendlich, um auf dem Markt sein zu können, ein Conformity Assessment machen und eine CE-Markierung erhalten. Das heißt eigentlich, dass es beinahe alles betrifft, wenn ich dir so zuhöre, wie breit das gestreut ist. Das ist auch Absicht. Also die EU will, dass sich jetzt alle Gedanken machen, bin ich high risk? Vielleicht sind wir grenzwertig, aber die Strafen, wenn man das falsch hat, sind natürlich so hoch, dass man jetzt eigentlich vorsichtshalber annehmen sollte, dass man erstmal auf der Seite von high risk ist und sich darauf vorbereitet. Was heißt das zeitlich gesehen? Also wir haben im Titel geschrieben, dass es 2026 in Kraft tritt. Wenn ich jetzt da deine Grafik anschaue, wie die Timeline ist, kannst du vielleicht sagen, wo das in der Vernehmlassung steht in der EU und wann das scharf geschaltet wird, will heißen, was das am Schluss heißt für die Planung?
Ja, also das Gesetz ist mit großer Mehrheit vom EU-Parlament und vom EU-Rat bereits abgesegnet. Es braucht noch einen Verwaltungsakt vom EU-Rat, der ist auf dem Kalender in 7 Tagen. Und dann ist das Gesetz scharf. Auf dieser Timeline sieht man, dass die ersten Anforderungen bereits nach 6 Monaten in Kraft treten. Und das sind die verbotenen Praktiken. Da sind natürlich Sachen drin wie Social Scoring, wie in China, die wahrscheinlich die wenigsten tangiert. Aber ganz wichtig ist da drin sogenannte Real-Time Emotion Detection and Manipulation. Also wenn man in Echtzeit Emotionen klassifizieren würde, zum Beispiel, wenn jetzt mit diesem Video meine Emotionen klassifiziert werden würden und dann vielleicht noch eine Aktion gemacht wird. Das ist in 6 Monaten verboten und bringt eine Strafe von 7% des Umsatzes oder Minimum 35 Millionen Euro. Das heißt, alle Systeme, zum Beispiel HR-Systeme, wo Jobkandidaten und Kandidaten live während des Interviews analysiert werden, sind in 6 Monaten verboten. In 12 Monaten kommen die Auflagen für generelle KI-Systeme, also die ChatGPTs, die Foundation Models. Und in 24 Monaten müssen alle High-Risk-Systeme fertig zertifiziert und zugelassen sein. Also dann muss man nicht anfangen, die Zertifizierung zu veranlassen, sondern da muss man fertig sein, um überhaupt auf dem EU-Markt bleiben zu können. Das heißt für unsere Zuschauer, ab 6 Monaten, wenn Sie im High-Risk-Bereich sind, also circa Ende Jahr, müssen Sie bereits erste Maßnahmen gemacht haben, respektive das angepasst oder eliminiert haben, wenn Sie in diese Kategorie reinpassen oder reingehören. Oder reingehören könnten. Das müssen Sie nämlich abklären. Das Schwierige an der KI-Verordnung ist, dass vieles sehr vage und sehr offen ist und selbst die Juristinnen und Juristen, die sich mit diesem Gesetz auskennen, da noch keine klaren Antworten haben. Also da muss das Vorsichtsprinzip wirklich angewendet werden. Das heißt, wir versuchen jetzt, liebe Zuhörer, auch euch besser zu erklären, wie vorzugehen ist. Also wir wollen nicht Panik schüren, sondern Ihnen eine Guideline geben, wie Sie vorgehen können, um eben die Weichen dann rechtzeitig und vor allem frühzeitig zu stellen, weil die Komplexität doch relativ hoch ist. Gehen wir doch etwas mehr in die Tiefe, Kevin, wenn wir jetzt diese Pyramide anschauen. Seitdem der AI-Act in der Öffentlichkeit wirklich zum Thema wurde, haben viele Leute sich zum Experten ernannt und die Pyramide auf der linken Seite gezeigt mit diesen Kategorien. Und da würde ich erstmal Vorsicht raten, weil das ist eine extreme Vereinfachung eines hochkomplexen Gesetzes, das viele überlappende und schwammige Definitionen in sich hat. Auf der rechten Seite ist eine detailliertere Analyse. Da sieht man schon den Unterschied zwischen AI-Systems und AI-Models und ob sie in Scope sind oder nicht. Und die verschiedenen Artikel des Gesetzes, die Überlappung haben. Also ein System kann High-Risk sein, aber vielleicht keine sogenannten Transparency Obligations haben. Also es kann ein System für Health and Safety sein, das aber keine Transparency braucht, weil es eigentlich nicht direkt irgendwie mit Menschen zusammenkommt. Es ist ein komplexes Gesetz und man muss sich mit dem im Detail auseinandersetzen. Das heißt wirklich, es ist eigentlich eine neue Dimension, die da aufgeht, wie die Firma sich organisatorisch und inhaltlich da fokussieren muss und damit auseinandersetzen muss, vor allem. Absolut. Gut, gehen wir zur zweiten Frage. Die Schweiz, bekannt als Nicht-EU-Mitglied. Was heißt das für die Schweizer Unternehmen? Wie sind die betroffen davon? Man könnte jetzt relativ easy sagen, interessiert mich nicht, ich bin ja in der Schweiz, Sonderstatus, das interessiert mich alles nicht. Ich beantworte diese Frage eigentlich generell immer, wenn ich von Schweizer Firmen angesprochen werde. Ja, wie habt ihr das mit dem Datenschutz? Habt ihr euch mit GDPR auseinandergesetzt? Und die Antwort ist immer ja. Der AI-Act ist explizit extraterritorial, wenn wir da weitergehen auf den nächsten Slide. Solange ein KI-Produkt auf dem EU-Markt verfügbar ist, das heißt, es soll ein Schweizer Produkt sein, das eigentlich nur für Schweizer gedacht ist, aber wenn ich aus Deutschland oder Frankreich mich auf die Webseite einloggen kann
stehe ich unter dem AI Act. Es ist übrigens auch der AI Act anwendbar, wenn der Entscheid der KI einen materiellen Einfluss in der EU hat. Also sowohl der Hersteller als auch der Kunde sind in der Schweiz, aber aus irgendeinem Grund hat der Entscheid des EU-Systems später einen Einfluss in der EU, dann steht man auch darunter. Das ist ein bisschen analog zum Datenschutz, wo, wenn auch nur die Daten von EU-Bürgern überhaupt irgendwo gespeichert werden, muss man bereits vorsichtig sein und GDPR kommt zur Anwendung. Wir haben gerade heute eine Analyse von einer Anwaltskanzlei aus Irland gesehen, die sagt, dass man sogar unter den AI-Act kommen kann, wenn ein Anbieter in der Schweiz zum Beispiel ein Produkt einer Firma in den USA verkauft oder lizenziert und diese Firma dann später ein Subsidiary, eine Einheit in der EU aufbaut und das Produkt dort benutzt. Da fällt die ursprüngliche Schweizer Herstellerfirma unter den AI-Act. Das heißt, wenn ich eigentlich noch in die USA exportiere, ist das für mich nicht abgeschlossen, sondern wenn es wieder zurück nach Europa kommt, dann bin ich eigentlich jetzt auf diesen AI-Act involviert. Ja. Und das ist kein Defekt, das ist kein Fehler, das ist explizit von der EU so gewollt. Okay. Also ganz wichtig hier die Definition auch, was das beinhaltet und eben, dass das so weitreichend ist. Gibt es Ausnahmen von den Regeln des AI-Acts und welche Anwendungen wären davon nicht betroffen? Die risikobasierte Klassifizierung ist absichtlich etwas schwammig. Also wenn man ganz ans Ende geht von, okay, das ist ganz klar nicht High-Risk, kann man sich so etwas vorstellen wie den Spam-Filter. Wenn der Fehler hat oder nicht so funktioniert, wie man das will, oder dann ist der eigentlich ausgeschlossen. Auch ausgeschlossen sind gewisse Anwendungen, wie zum Beispiel die des Militärs, so Anwendungen für nationale Sicherheit. Aber ansonsten eigentlich alles, was eine Privatfirma macht, fällt unter den AI-Act. Da vielleicht noch eine Folgefrage. Consumer Goods, Investment Goods, also wenn ich eine Maschine herstelle, kann ich davon auch betroffen sein? Solange die Maschine selber eine kritische Infrastruktur ist oder unterstützt, also zum Beispiel einen Bahnhof, einen Flughafen oder die Elektrizitätsversorgung oder diese Maschine einen Einfluss hat für Health and Safety, also wenn sie Menschen verletzen oder töten könnte, dann auf jeden Fall gilt das auch wieder als High Risk, okay. Potenziell High Risk. Und wie wir am Anfang gesehen haben, wenn man zum Beispiel mit Operationsrobotern im Medizinbereich, im Medtech-Bereich tätig ist, dann ist besonders Vorsicht zu nehmen. Absolut. Und die EU hat auch eine Liste von spezifischen Sektoren und Anwendungen, die, obwohl sie gar nicht im AI-Act so gelistet worden sind, die auch darunter fallen. Und natürlich alles, was Medizinprodukte sind, fällt da darunter. Ja. Sehr gut. Ja, vielleicht kannst du noch etwas jetzt zum Sonderstatus Schweiz sagen, respektive zur Ausnahme zu diesem EU-Act. Wie ist da die Schweiz eingebündelt und was sind die Folgen für die Schweiz? Die Folgen für die Schweiz sind, dass wir de facto den Standard des AI-Acts übernehmen werden müssen, wie das beim Datenschutz der Fall war. Ja. Der Bundesrat hat Regulierung von KI als Priorität für 2024 angekündigt. Das BAKOM soll bis Ende Jahr eine Empfehlung machen, wie die Schweiz da vorgehen soll. Ich persönlich wäre überrascht, wenn die Antwort da etwas anderes wäre als mehr oder weniger übernehmen wir auch. Ein Swiss-Finish wäre da, glaube ich, auch eher hinderlich für Schweizer KMUs und Schweizer Firmen, wenn dann gerade noch ein Regelwerk kommen würde, das im Konflikt zum AI-Act stehen würde. Mhm. Was besonders spannend ist, dass Regulatoren in der Schweiz, vor allem die FINMA, eigentlich die Governance von KI bereits von überwachten Firmen erwarten. Das wurde im Risk Monitor 23 erwähnt. Natürlich nur im sehr wenig Detail an dem Punkt. Und nach meinem Verständnis ist die FINMA da dran, detailliertere Regeln, die ähnlich sind mit dem AI-Act, dann auch zu bringen. Okay, das heißt, es gibt keinen Sonderstatus Schweiz, wenn man das jetzt so als Verbund anschaut. Das bezweifle ich. Das UK, also England,
versucht sich im Moment zu profilieren als Low-Regulation-Land. Ich spreche mit vielen Firmen aus UK, das ist denen egal, die wollen in die EU und auch in die USA exportieren, können auch über Regulierung in den USA sprechen. Das heißt, wenn man international tätig ist, muss man sich da anpassen. Ja, wir springen nochmal zurück auf die letzte Folie, weil wir da eine Frage von einem Zuschauer haben oder einer Zuschauerin. Was ist mit if then else gemeint, Kevin? Ja, wenn man hört KI-Verordnung, AI Act, denkt man heute ChatGPT, ganz moderne Systeme, die neu sind, die jetzt alles verändern, die werden reguliert. Aber wir setzen ja eigentlich noch gar kein KI ein. Und das ist, glaube ich, das größte Missverständnis bei der KI-Verordnung, dass die Definition von KI, das ist hier auf Englisch, das ist von der OECD so definiert worden, also quasi, wenn man eine Funktion hat, ein Code, der Inputs nimmt und Outputs generiert, automatisch, dann hat man ein KI-System. Das hört sich vielleicht absurd an, ist aber so. Und unter dieser Definition kann eine Excel-Formel plötzlich als KI gelten oder die einfachste Funktion, die man sich als Programmierer denken kann, wenn das so ist, dann so und wenn nicht, dann so. Also eigentlich eine völlig direkte, klare Anweisung, die überhaupt nichts gemein hat mit einem LLM, würde darunter fallen. Sehr gut. Die anderen Fragen, wenn nicht zu den Folienfragen sind, werden wir, wie gesagt, zum Schluss bearbeiten. Wir gehen weiter, Kevin, eben Schweiz, kein Sonderstatus. Nächste Frage, was sind die Folgen für mich als Schweizer Unternehmen, wenn ich jetzt das KI oder die KI-Verordnung verletze? Und vielleicht Folgefrage, wie werde ich aufgespürt, dass ich was falsch mache? Die Strafen für Verletzung der KI-Verordnung sind absichtlich hoch. Sie sollen abschrecken. Und bei den verbotenen Systemen geht das bis 7% des globalen Umsatzes oder 35 Millionen Euro. Bei anderen Verletzungen 1,5% oder 3%, je nachdem, nach welchen Teilen man verstößt. Das System, um diese Violations zu monitoren, wird gerade aufgebaut. Die EU hat gerade das AI Office in Brüssel gegründet. Und die werden dann dafür verantwortlich sein, die Systeme, die auf den Markt kommen, übrigens die Hochrisikosysteme, müssen registriert werden mit der EU, um zu zeigen, dass sie ihr Conformity Assessment gemacht haben, dass sie ihre CE-Marke haben dürfen. Das heißt, da wird man registriert. Und da muss man auch ein Audit vorlegen, dass das alles sauber abgelaufen ist. Dazu kommt die sogenannte AI Liability Directive, die es möglich macht für Bürgerinnen und Bürger der EU, Rechtsfälle, also zu klagen gegen Provider von KI-Systemen direkt am europäischen Level und dass da die Beweislage umgekehrt wird. Also der Hersteller muss zeigen, dass das KI-System der Person keinen Schaden zugefügt hat. Das heißt, man muss auch Dokumentationen vorweisen, wie man vorgegangen ist und dass man das nach bestem Wissen und Gewissen analysiert hat. Genau. Es ist relativ wenig bekannt, aber viele der Autoren des AI-Acts, bevor sie den AI-Act geschrieben haben, haben an der Medical Device Directive geschrieben. Und wenn man sich vorstellt, ein Hochrisiko-KI-System muss nach ähnlichen Prozessen und ähnlichen Standards wie ein Röntgengerät nun gebaut und hergestellt werden. Ja. Also auch beachtlich, wenn man da in den verbotenen AI-Anwendungen ist, dass das dermaßen hoch ist. Das erschreckt mich immer wieder aufs Neue, wenn ich diese Zahlen sehe. Ich glaube, wir gehen nachher nochmals auf diese Frage oder kommen sicher indirekt nochmals darauf zurück, was die Folgen sind. Vielleicht ja, wie werde ich identifiziert? Also wer kann mir sagen, dass ich schuld bin, dass ich einen Fehler gemacht habe? Ich glaube, die wichtigsten Wege sind eben, wenn jemand sich geschadet fühlt und klagt. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man das System auf den Markt bringen will, muss man eben durch diesen Auditprozess durchgehen. Entweder zertifiziert man sich selber, wenn man dazu in der Lage ist, wenn man das natürlich falsch macht, sehr problematisch, oder man muss durch einen Auditor durchgehen, der das Conformity Assessment gutheißt. Okay, das werden wir gleich in den Folgefolien sehen.
Letzte Fragerunde jetzt bei uns da. Wer soll die Risikobewertung, also operative Fragen, wer soll die Risikobewertung innerhalb meiner Firma machen und was sind die Hilfsmittel dazu, die ich habe? Und vielleicht andere Frage eben, es gibt verschiedene Audits, die einmal jährlich oder alle in einem gewissen Rhythmus gemacht werden. Wie hoch muss die Frequenz sein für solche Audits? Ich denke, dass das Wichtigste an KI-Governance ist, dass Teile einer Firma, die traditionell weniger zusammengearbeitet haben, sich sehr gut kennenlernen müssen. Das ist auf der einen Seite IT, Software Engineering und auf der anderen Seite Compliance, Risiko und die Rechtsabteilung. Die müssen einander verstehen können und miteinander arbeiten. Und vor allem die Leute aus den nicht technischen Bereichen müssen sich sehr schnell mit KI-Technologie vertraut machen, um durch diesen Prozess von KI-Governance durchgehen zu können und den implementieren zu können. KI-Governance ist ein bisschen anders als so traditionelle Compliance-Regimes, weil KI-Governance sehr dynamisch ist. Der erste Teil ist das Risk Management. Das Risk Management muss kontinuierlich geführt werden durch den AI Lifecycle, also von der ersten Idee für das System, bis das System dann wirklich vom Markt genommen wird, muss Risk Management kontinuierlich gemacht werden. Und weil KI natürlich ein horizontaler Begriff ist, es ist nicht eine Regulation für eine Vertikale, ist sehr offen, was in KI-Risikomanagement reingeht. Das heißt, man hat da die Obligation, die rechtliche Obligation, die Risiken ständig aufzuspüren und zu mitigieren. Dann gibt es natürlich verschiedene Compliance Frameworks. Wir haben hier den EU AI Act natürlich, aber auch immer mehr Gesetze und Regulationen in anderen Ländern, hier in Singapur, in USA und so weiter. Und dann ist natürlich die technologische Frage, wie ich die KI-Systeme ständig auf Diskriminierung, auf Transparenz und auf Sicherheit absichere. Das ist nicht wie bei traditioneller Software etwas, was man vielleicht irgendwann mal mehr oder weniger abschließen kann, sondern etwas, was kontinuierlich gemacht werden muss. Das heißt also jetzt neu eine F&E-Abteilung oder eine Softwareabteilung muss vermehrt mit Anwälten, mit der Legal-Abteilung Kontakt aufnehmen und bei jeder Neuentwicklung auch muss man sich Gedanken machen, wie betrifft das den ganzen Act? Und wie du ge gesagt hast schon vorher, es gibt auch noch, nebst dem EU-Act gibt es auch noch andere Länder, die jetzt da oder Kontinente, die da reinkommen. Das heißt, ich muss eigentlich in verschiedenen Achsen das scannen und screenen, damit ich da je nach Exportfall auch entsprechend gewappnet bin und vorbereitet bin, dass ich da nichts verletze. Absolut. Und die Amerikaner sind da gerade eifrig dran, eigene Gesetze zu verabschieden. Ja, okay. Ja, das ist doch eine sehr komplexe Aufgabe, also sich mit der Zertifizierung auseinanderzusetzen, mit dem Prozess organisatorisch. Ja, was heißt das jetzt auch für ein KMU? Ich meine, ja, in der Schweiz, wir haben meistens irgendwie so 70, 80 Personen, 200 Personen, Betriebe, die vielleicht jetzt nicht ganz auf Compliance ausgerichtet sind und vor allem auf Entwicklung und Verkauf ausgerichtet sind, viel zukaufen. Was heißt das organisatorisch? Ich gehe da gleich mal auf die nächste Folie, wo du das schön dargestellt hast. Bis ungefähr ja, heute war die Aufgabe von den Entwicklerinnen und Entwicklern von KI-Systemen eigentlich technischer Natur. Daten, Modelle, Monitoring, Prozesse. Von jetzt an ist das Aufgabenfeld des Responsible AI Engineers viel, viel größer, hat viel mehr Bezug zu Conformity, zu Registrierung, zu Dokumentierung, zu Risikomitigierung. Das sind neue Aufgaben, neue Betätigungen, die bis jetzt eigentlich nicht da waren. Und das wird natürlich Investitionen brauchen. Es gibt Studien von Consulting-Firmen, die natürlich dieses Business gewinnen wollen, über den Aufwand, den der AI-Act bringt für KMUs, die digital aktiv sind. Es gab eine Studie aus Italien, die gerechnet hat, dass
Mehrkosten für den AI-Act bei KMUs in Italien zwischen 230.000 und 4 Millionen Euro pro Jahr liegen werden. Das ist keine kleine Aufgabe, das ist nicht etwas, was man mal dann 2 Monate vor der Deadline macht. Das ist eine neue Funktion, die kontinuierlich ausgeführt werden muss. Okay. Das heißt, einmal mehr, es lohnt sich da frühzeitig sich Gedanken zu machen, wie will man das organisatorisch implementieren in der Firma und auch wie kommt man an die Kompetenz heran? Also was kann ich selbst als Unternehmer machen und wo brauche ich externe Hilfe? Absolut. Und ich meine, wenn der AI-Act selber als Gesetz ist ja recht vage. Wir sehen jetzt den Prozess, ich hoffe, wenn wir auf den nächsten Slide gehen, den Prozess der Standardisierung. Die Standardbodies ISO, IEEE und andere sind da jetzt dabei, die technischen Standards für KI und KI-Management aufzubauen. Ich glaube, der technische Standard, der quasi in Pole Position ist, um der Industriestandard zu werden, ist ISO 42001. Den kann man vergleichen oder wahrscheinlich vergleichen in Wichtigkeit wie eine 27001 oder 9001. Also eine Firma, die auch nur mit KI-Systemen irgendwas zu tun hat, wird wahrscheinlich nach diesem Standard operieren müssen. Dafür braucht es ein KI-Management-System. Das ist, was wir bei Modulos bauen, was quasi die Funktionen, die Prozesse, die von so einem KI-Management-System erfordert werden, abbildet, unterstützt, auch viel Wissen drin ist, um dann die Zertifizierung zu 42001 zu ermöglichen, was so ein bisschen die Baseline ist, wenn man dann international agieren will. Das heißt, ihr bietet eigentlich eine Guideline durch die ganze interne Dokumentation mit den Fragestellungen an auf einem Online-Tool, das mir als Unternehmen hilft, mal überhaupt die Struktur hinzukriegen. Und wenn ich jetzt diese ISO 42001-Zertifizierung machen möchte, wenn ich das richtig verstanden habe, das macht nicht Modulos, sondern dafür braucht es einen externen Partner. Genau, dafür wird es einen Auditor brauchen, der das System dann analysiert und absegnet. Also viel Unbekannte, man weiß noch nicht genau, wie das strukturiert werden muss, was das Audit anbelangt. Und man weiß wahrscheinlich noch genauso wenig, wer sind dann die Anbieter, die so ein Audit machen können. Wir sprechen da von einem völlig offenen Feld. Ich glaube, es weiß noch niemand genauso richtig, wie das funktionieren wird. Der Standard selber gibt es seit Dezember letzten Jahres. Und da sind viele offene Fragen, was natürlich schwierig wird für Firmen, die jetzt nur noch 2 Jahre Zeit haben, das alles fertig zu kriegen. Nochmal zusammengefasst, also was die Überwachung dieses Gesetzes anbelangt, ich als Unternehmer bin selbst dafür verantwortlich, dass ich das A gut dokumentiert habe und B allenfalls zertifiziert habe und schütze mich dann damit quasi, dass ich nicht irgendwo in einem illegalen Bereich tätig bin, wo ich dann eben diese riesengroßen Bußen Androhung mindestens bekommen könnte. Das Allerwichtigste, was eine Firma machen kann, ist eben alles zu dokumentieren, einen Audit Record zu haben und die Prozesse so gut wie möglich zu leben. Ich glaube, in der ersten Phase werden da auch dann die Regierungen, die öffentlichen Stellen, die da verantwortlich sind, relativ nachsichtig sein, solange man zeigen kann, hey, wir haben unser Bestes versucht. Okay. Nochmals zurückgespult, High Risk, also die Spitze der Pyramide, ich nehme jetzt halt doch die Pyramide als Beispiel. Das ist eigentlich das Prioritärste jetzt, weil das nur 6 Monate. Das ist die verbotenen Praktiken. Ja, Da hat man nur 6 Monate dass ich Zeit. das jetzt einfach mal screene, gehöre ich in diese Kategorie rein? Und wenn ja, dann muss ich da relativ schnell agieren. Glaube, die Aufgabe, die jede Firmengeschäftsleitung in der Schweiz sich jetzt machen sollte, ist, sie sollten einen Audit machen, welche KI-Systeme hat man überhaupt, wie viele sind in der Schatten-IT. Wenn Sie zurückdenken an die Definition von KI, wie viele Systeme sind eigentlich schon längst da, die dieser Definition entsprechen, obwohl sie niemand intern je als KI bezeichnet hat, und eine erste Risikoabschätzung zu machen. Wie riskant ist das System? Wie viel Arbeit würde es denn brauchen, das zu ersetzen oder umzurüsten? Das sind alles Fragen,
die jetzt in nächster Zukunft eigentlich beantwortet werden müssen, damit man dann noch genug Zeit hat, die nötigen Änderungen zu machen bis zur Deadline in 24 Monaten. Mhm. Danke vielmals, Kevin, mal bis soweit. Wir sind bereits, diese halbe Stunde Interview ist bereits vorbei. Wir gehen jetzt in die Fragen und Antworten. Danke, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dass Sie da schon erste Fragen gestellt haben. Eine erste Frage, Kevin, ich lese es da vom Screen ab. Werden Lebensmittel in speziellem Babyfood betroffen sein als High Risk? Spezifische Fragen dazu, ob etwas als High Risk gilt oder nicht, sind für mich sehr schwierig. Aus zwei Gründen. Erst, ich bin kein Anwalt. A und B, die Definitionen sind absichtlich sehr vage. Wenn ich in einer Babynahrungsfirma arbeiten würde und KI einsetzen würde, würde ich aus dem Vorsichtsprinzip so handeln, als wäre es High Risk. Und dann abklären, ob so eine Zertifizierung und Registration mit der EU nötig sein wird. Ich würde mir auch Gedanken machen, was meine Kunden erwarten werden. Also wenn ich diese Babynahrung an eine Lebensmittelkette, an eine Supermarktkette weiterverkaufen will, die dann plötzlich fragen, ja, seid ihr denn zertifiziert? Mhm. Mhm. Okay. Zur nächsten Frage, es kommen ganz viele rein, das finde ich super. Eine Rückfrage eines weiteren Teilnehmenden, dann würde ja jede Form von Software darunter fallen unter den AI-Act, unter die KI-Verordnung als Schlussfolgerung. Die KI-Verordnung ist keine Technologieverordnung, darum sagt sie absichtlich nicht, welche Technologie darunter fällt, sondern nur, es geht nur darum, welche Wirkung sie hat. Und das ist Absicht. Sie wollten so ein Future-Proof machen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Schreiber wollten auch sicherstellen, dass man quasi das nicht umgeht, indem man eine Technologie einsetzt oder eine einfache Technologie einsetzt, wo man der Öffentlichkeit großen Schaden zufügen könnte, aber man halt an der Verordnung hinweggeht. Und da könnte ich fast noch hinzusetzen, das habe ich auch schon von einigen gehört, die sagten, ja, wir haben ein High-Risk-AI-System, aber es entscheidet ja letztlich der Mensch, der Kundenberater oder die Beraterin oder der, was auch immer, ein Mensch entscheidet. Und die KI-Verordnung sagt ganz klar, solange der Input von dem KI-System wichtig ist, materiell ist zur Entscheidung, ist es immer noch High-Risk, auch wenn ein Mensch entscheidet. Weil er eine vorgefertigte Stellungnahme bekommt quasi, die er weiterverwendet, ja. Danke für diese Antwort. Eine andere kritische Frage eines Teilnehmenden, ist das der Tod jeglicher Open Source? Open Source AI ist explizit ausgenommen vom AI Act. Also wenn man nur Open Source Projekte zur Forschung oder zur persönlichen Entwicklung machen will, ist man explizit komplett ausgenommen. Das Einzige, was nicht ausgenommen sind, sogenannte General-Purpose-AIs über einen gewissen Threshold, also die Modelle von den großen Firmen. Die müssen zum Beispiel deklarieren, auf welchen Daten trainiert wurde und explizit darum, dass die Halter von Urheberrechten das analysieren können und eventuell rechtliche Schritte einführen können. Okay, das ist ja doch mal ein Hoffnungsschimmer, eben dass nicht ganz alles darin enthalten ist und eben, es ist ja immer die Frage, wie, hä? Wie muss man es machen? Ja. Eine nächste Frage, betrifft das nur direkte Produkte der KI, die KI beinhalten oder auch welche, die indirekt mittels KI-Unterstützung erstellt wurden? Entschuldigung. Die nur durch KI hergestellt wurden, aber selber keine KI enthalten. Meines Verständnisses nach, wenn das Produkt selber keine KI enthält, dann fällt es nicht darunter. Okay. Inwiefern ist man als Unternehmen betroffen, wenn man eine Dienstleistung an einem Unternehmen erbringt, wo unter den AI Act fällt? Mhm. Der AI Act nützt Definitionen von den Akteuren im KI-Ökosystem. Die wichtigsten sind der Producer, also der Hersteller, der Deployer
also vielleicht etwas, der die Software lizenziert. Und dann gibt es natürlich auch noch Import-Export-Obligationen. Das Problem ist, dass in der digitalen Welt der Unterschied zwischen Hersteller und Deployer wieder sehr, sehr aufgeweicht sind. Und es wird klar, unklar festgelegt, dass wenn man ein System genügend modifiziert, dass man dann plötzlich der Hersteller ist. Das heißt, da sind viele offene Fragen, wenn man zu einer Firma geht und als Consulting-Firma vielleicht Leistung erbringt, welche Obligationen da man übernimmt, unklar. Was klar ist, ist, glaube ich, nur, dass der Auftraggeber dieser Arbeit, dieser Entwicklungsarbeit, wahrscheinlich erwarten wird, dass alles dem neuen Gesetz entspricht. Okay. Eine nächste Frage. Geht es nur um Compliance oder nicht auch um ethische Fragen, Sicherheit und damit um Reputation? Absolut. Und wenn man in den AI Act reinschaut, es geht um Sicherheit, es geht um Diskriminierung, es geht um Grundrechte, die von KI gewahrt werden sollen. Und die Praktiken, die der AI Act da beschreibt oder zum Beispiel auch ein ISO 42001-System beschreibt, sind nicht nur dafür da, eben den Rechtsfall abzuwenden, sondern auch, um Systeme zu bauen, die das Risiko von Reputationsschaden minimieren. Und ich kenne einige Firmen, die längst mit solchen Systemen intern arbeiten, das sind die großen Tech-Firmen, weil die sich die nicht Produkte auf den Markt bringen wollen, die zum Beispiel diskriminieren. Das heißt, das ist mal erst der Beginn eben für diese ganze Welle, die da kommt. Und ich vermute jetzt auch, wenn ich dir so zuhöre, dass halt jetzt schon mit der Zeit dann auch immer mehr Klarheit kommt, was gehört rein und was nicht. Mhm. Und dass eigentlich alle da am Starting Point sind und, ja, und jetzt mal Erfahrungen sammeln müssen. Absolut. Ja. Eine weitere Frage. Wenn ich ein Chatbot basierend auf OpenAI entwickle und auf der Website aufschalte, falle ich wohl darunter und muss mich registrieren lassen, richtig? Die großen Tech-Firmen, also die OpenAIs, Google, Microsoft, Meta, haben ganz starkes Lobbying gemacht, um eigentlich aus der Verantwortung für ihre Foundation Models, ihre LLMs, herausgenommen zu werden. Was sie nicht geschafft haben, ist, dass sie eben ihre Trainingsdaten offenlegen werden müssen. Aber sie haben es geschafft, dass die Verantwortung für das, was jetzt andere mit ihren Modellen bauen, bei denen liegt, die die Systeme bauen. Und da würde ich nahelegen, dass wenn Sie ein Produkt mit einem LLM von so einem Anbieter bauen, dass Sie sich im Klaren sind, welche Risiken Sie aufnehmen und in Ihr Produkt einbauen, weil Sie so ein Modell einsetzen. Was wissen Sie eigentlich darüber? Okay. Also auch da eine Konfrontation oder eine Auseinandersetzung mit den ganzen Folgen ist sehr relevant. Eine weitere Frage, wird das Gesetz Innovationen in Europa im KI-Bereich behindern? Heißt das, dass die USA und oder China führend bleiben? Absolut spannende Frage. China reguliert eigentlich schon seit längerer Zeit KI sehr streng. Die USA haben seit der Executive Order von Präsident Biden letzten Herbst ein Regime, wo KI überwacht wird von den Regulatory Agencies, von der FTC, von der EEOC, vom Department of Justice. Und die ersten Gerichtsfälle sind schon da. Zum Beispiel die Firma Workday ist gerade vor Gericht wegen diskriminierender KI. Die US-Bundesstaaten sind jetzt auch dabei, ihre eigenen AI-Acts zu verabschieden. In Colorado warten wir jetzt nur noch auf die Unterschrift des Gouverneurs. Das heißt, die EU hat eigentlich eine klare Verordnung mit einer Zeitachse von 24 Monaten. In den USA wächst das viel wilder mit Executive Actions und Bundesstaaten und. Das heißt, wenn KI-Regulierung, Innovation hindert, dann weniger in Europa und mehr in anderen Ländern, wo das alles weniger klar ist. Okay. Also du siehst das auch als gewisser Vorteil, dass man da relativ einheitlich in Europa jetzt unterwegs ist, ja.
Eine weitere Frage: Ist ein Gerät, von dem bei einem Fehler in der Software ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer ausgeht, High Risk? Die Klassifikation, ob ein KI-System High Risk ist, liegt bei der Anwendung. Also wenn das Gerät dazu da ist, wenn das mein Staubsauger ist, nein. Wenn das mein Röntgengerät ist, das zur Krebsdiagnose benutzt wird, dann wahrscheinlich ja. Okay, weil es dann wieder im Zusammenhang mit Patienten oder mit Menschen Genau. steht. Nächste Frage: Wenn ich künstliche Entscheidungsunterstützung in einem medizinischen Herstellungsprozess einsetze, ist dann das übliche Audit für Medizinherstellung ausreichend oder wird in Zukunft eine zusätzliche Zertifizierung erforderlich sein? Die KI-Verordnung verbindet explizit die Anforderungen des AI-Acts mit denen von existierenden sektoralen Richtlinien und Gesetzen. Ich würde in dem spezifischen Fall von Medizingeräten, von MedTech-Geräten mich sicher auf den Rat von Experten jetzt verlassen, wie man das alles unter einen Hut bringt. Danke. Nächste Frage. Ich finde das super, wie Sie da die Fragen stellen. Und also wirklich eine ist gleich spannend wie die andere. Ist auch eine private Software betroffen, die ein Offline-Modell an Bord hat, das nur auf privaten Daten beruht? Wenn das Modell oder das Produkt privat ist, also ein persönliches Projekt oder ein Hobby oder zur Forschung, dann fällt es nicht unter den AI-Act. Wenn es ein Produkt ist, das auf dem Markt ist, ist es völlig egal, was drin ist oder auf welcher Technologie oder auf welchen Daten es basiert, es muss der Anforderung entsprechen. Okay. Spannende Frage, die nächste, die sich zwischen der Privat- und der Geschäftswelt verbindet. Was ist, wenn ein Mitarbeiter sein privates KI-System einsetzt? Ich vermute Das im Geschäft. ist eine sehr offene Frage. Ich weiß nicht, wie das gehandelt wird. Ich weiß nur, oder ich höre Horror-Stories von Firmen, die so jetzt Firmen-Chatbots einsetzen, die natürlich nach Datenschutz alle einwandfrei sind, also nicht die privaten, sondern die Daten bleiben innerhalb der Firma. Und ich erinnere mich an eine Konversation mit einem Manager einer großen Schweizer Firma letzten Herbst, der sehr stolz war, ja, wir nützen das jetzt intern. Habe ich gefragt, ja, spannend. Was haben Sie denn so für Use Cases? Ja, wir setzen das für Mitarbeiterbewertungen ein. Das ist ein High-Risk-Use Case, das wird sofort zu einer Strafe führen, wenn man das nach des Inkrafttretens macht. Also man muss da wirklich auch schauen, intern, wofür wird das eingesetzt? Das ist diese Risikoeinstufung, wofür wird die KI eingesetzt? Nächste Frage. Ich darf mich nur auf EU-Verordnungen verlassen. Das kommt darauf an, auf welchen Markt oder Märkten man ist. Wie gesagt, andere Länder sind eifrig dabei, ihre eigenen Regeln zu machen. Und wenn man ein Produkt baut, das man international oder global vertreiben wird, wird man sich mit einer, glaube ich, rapide größer werdenden Flut an KI-Regulierungen anpassen müssen. Das Gute ist, und ich weiß nicht, inwiefern das die Leute zugeben werden, außer China haben eigentlich alle anderen KI-Regulierungen mehr oder weniger vom AI-Act der EU abgeschrieben. Mich erinnert das etwas an die Frage von Dual-Use-Gütern, gerade jetzt sehr aktuell. Mit diesem AI-Act für Europa, ich muss ja eigentlich den ganzen Weg meines Produktes, meiner Dienstleistung zurückverfolgen können. Eben das Beispiel, wenn ich in die USA verkaufe und am Schluss kommt es wieder in die Schweiz, dann muss ich als Hersteller diese Informationen haben oder mindestens die Sicherheit dafür gewähren, dass keines dieser Länder in der Verordnung verletzt ist. Absolut. Und das ist ein Problem, das haben wir bei Modulos schon längst erkannt, dass das ein wirklicher Painpoint, vor allem bei größeren Firmen ist, die viele Vendors haben und die jetzt vorsichtig sein müssen, dass sie nicht versehentlich Technologie einsetzen, Software einsetzen, die den Anforderungen nicht entspricht. Und was da sehr wichtig sein wird, ist, dass man da vor allem als Einkäufer da sehr tiefe Einsicht und sehr viel Due Diligence machen muss, bevor man sich ein KI-Tool oder ein KI-basiertes Tool reinbringt. Und ich
weise nochmal darauf hin, niemand weiß, inwiefern man so ein KI-System konfigurieren und abändern muss, bevor man dann selber der Producer ist und alle rechtlichen Obligationen und Pflichten übernimmt. Okay. Weitere Fragen kommen rein. Wird Gleiches für Liechtensteiner Unternehmen gelten? Absolut. Weil rechtlich sind wir ja da. Ja, wer in die EU exportiert, ja. Senkt. Ja. Ja, das heißt, ein Liechtensteiner produzierendes Unternehmen ist gleichzustellen wie ein Schweizer produzierendes Unternehmen. Mhm. Dann kommt noch eine weitere Frage. Als internationales Unternehmen mit Produktion in der Schweiz, genügt es, sich auf die EU-Verordnungen zu verlassen oder bis zum Dienstleistungsland? Das Versprechen des AI Acts war ja, dass man, dass Brüssel die Regeln für die ganze EU klar setzt und dass es nur eine Verordnung gibt. Leider sind wir schon an dem Punkt, wo in Italien ein nationales KI-Gesetz diskutiert wird. Und wenn sich da der Prozess fortsetzt, hat man natürlich auch noch weitere Komplikationen, was man sich in jedem einzelnen Land wieder anschauen muss. Mhm. Danke. Noch schauen. Worauf muss ich achten, wenn ich Komponenten von Lieferanten mit in meine Produkte einbaue? Ich glaube, die wichtigsten Sachen bei KI-Produkten, muss man sich wirklich anschauen, sind die auf den richtigen Daten trainiert? Sind die Modelle fair? Sind die Modelle sicher? Hat der Verkäufer, macht der gute KI-Cybersecurity? Das ist auch ein großes Thema. Wie sieht es da aus? Haben die ein aktives Risikomanagement? Da sind große Fragenkataloge, die ich empfehlen würde, da von einem Lieferanten einzufordern. Mhm. Das heißt eigentlich auch, der Purchasing Manager, der Einkäufer, mhm. ist eigentlich verpflichtet auch oder in der Obligation, dass er die Lieferanten, wenn es um Software-Einkauf ja. geht, auch dahingehend prüft. Einkauf ist ganz klar Teil eines AI-Management-Systems. Alle Zulieferer, ob sie jetzt Produkte verkaufen oder vielleicht nur Daten liefern oder eine Datenquelle sind, müssen überwacht werden. Ja. Ja. Ja, soweit sehr spannend, Kevin. Danke für den ersten Einblick, dass wir da mal in das Thema eintauchen konnten. Ich finde es extrem spannend, was da auf uns zukommt. Und wir wollen auch deshalb gerade frühzeitig reagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Zuschauer jetzt denken, wow, das ist ja ein riesen Damoklesschwert, das jetzt da gezogen wird. Was würdest du jetzt aufgrund dieses ersten Intros den Unternehmen empfehlen, wenn sie jetzt das Webinar, wenn das bald zu Ende ist, was sie machen sollen als Hausaufgaben? Der erste Schritt sollte auf jeden Fall sein, eine Inventur. Was für KI Modelle, Applikationen, Produkte vertreibt man selber? Welche hat man eingekauft? Welche nützt man? Wie riskant sind die? Kann man die ersetzen? Können die auf Standard gebracht werden? Müssen die neu gebaut werden? Diese Risikoabschätzung kann dann die Grundlage sein von einem Aktionsplan, was man dann in den nächsten Monaten machen muss. Und ja, 24 Monate, 2 Jahre hört sich lang an, aber für die Veränderungen, die durch den AI-Act da verlangt werden, sind 2 Jahre auch für eine KMU, für eine große Firma schon sehr, sehr schwierig, aber auch für eine KMU eine große Herausforderung. Mhm. Das heißt also für unsere Zuhörenden und Zuschauenden, das Thema ernst nehmen, es auf C-Level bringen und die Organisation auch entsprechend anpassen und sich damit eine Taskforce oder was auch immer mal aufzubauen, damit man sich um diese Thematik rechtzeitig kümmern kann. Absolut. Ja, das ist schon, wir sind leider schon kurz vor dem Ende. Ganz viele spannende Inputs von Kevin. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, du bist wahrscheinlich einer der profundesten Kenner auf Schweizer Boden über diesen ganzen Act. Und
Du kannst da auch schon Dienstleistungen anbieten als eine Alternative. Und ich denke, da wird sich ein riesiger Markt auftun. Schon fast wahrscheinlich auch etwas Goldgräberstimmung. Vielleicht auch da kritisch zu hinterfragen, wer ist mein idealer Partner? Ich würde sagen, wir gehen noch auf die letzte Slide mit meinen Kontaktangaben. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenn Sie das Thema weiter interessiert, Sie werden am Schluss einen Fragebogen bekommen. Vielleicht können wir eine Fortsetzung machen dieses Webinars in einem zweiten Teil, wo es vielleicht noch etwas mehr ums Operative geht und Sie da mehr Informationen noch bekommen können. Oder wir laden Sie auch ganz herzlich ein, direkt Kevin Javinski zu kontaktieren, wenn es um Produktlösungen geht. Oder Sie können gerne auch zu uns, zu unserem Export-Help oder zu mir kommen. Und wir werden Sie dann entsprechend weiter beraten aufgrund unseres besten Wissensstands und können dann hoffentlich das gemeinsam organisieren und lösen. Ganz herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer. Wir freuen uns, dass Sie dabei gewesen waren. Wir hoffen auch, dass wir Ihnen mal einen ersten Einblick geben können und die Angst etwas genommen wird. Und vor allem, dass Sie rausgehen aus dem Webinar und wissen, was Sie als nächstes machen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Tag und sind sehr gerne für Sie da. Auf Wiederhören.